Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. In den letzten beiden Wochen ging es ja eher um so Survival-Dosen, die man sich mal eben in den Rucksack schmeißen kann oder vielleicht auch ins Handschuhfach etc. Und auch heute soll es um eine Art Rettungsdose gehen, die sich aber eher mit dem Thema befasst: meine Xbox muss geöffnet werden, der Laptop, die PlayStation, das iPhone etc. Im Endeffekt also ein Toolkit für Reparaturen an elektronischen Geräten. Die Dose selbst hat einen Durchmesser von ungefähr ja, knapp 12 cm mal 11 cm und eine Höhe von 3 cm. Ist also eine recht kleine Dose und wir schauen jetzt einfach mal, was sich hier Schönes drin verbirgt. So, also als erstes haben wir mal 4 Wattepads, beispielsweise zum Reinigen etc. Dann hier hinten könnt ihr es schon erahnen. Hier habe ich eine Rasierklinge reingelegt, einfach nur, wenn ich mal eine Lötstelle öffnen will, etc. Oder vielleicht schnell ein Kabel abisolieren und so weiter. Ich habe es halt gesichert hier durch das Klebeband. Das kann man natürlich auch verwenden. Aber damit man sich nicht schneidet, wenn die hier offen drin liegt, ist sie hier gut versteckt. 2 Gummihandschuhe wegen der statischen Entladung. Eigentlich wollte ich hier noch so ein Kabel reinlegen, was man um den Arm festmacht und dann beispielsweise am Heizkörper, um sich zu entladen. Aber Gummihandschuhe tun es genauso. Es dient ja einfach nur dazu, dass man keine Körperspannung auf das Bauteil abgibt und es dadurch beschädigt. Dann fand ich sehr wichtig eine Lupe. Die ist manchmal wirklich Gold wert, vor allen Dingen, wenn man mit kleinen Bauteilen arbeitet. Die lege ich jetzt mal hier hin. Das ist einfach nur so ein Saugnapf, der zum Beispiel dazu dient, ein Display abzuheben. Die Teile hier, jeder, der schon mal einen Laptop aufgemacht hat, der weiß es. Wenn ihr das Gehäuse öffnen möchtet, dann müsst ihr quasi an dem Laptop an der Seite so reingehen. Da sind innen drin so Nasen, die ineinander verkeilt sind und damit kann man das öffnen. Das heißt, man fährt einfach so zwischen den beiden Gehäuseteilen entlang und dann klappt das auf und am Ende kann man dann halt das Gehäuse abheben. Natürlich nur, wenn man vorher die Schrauben gelöst hat. Magnete ist halt so ein Für und Wider. Manche werden sagen, bist du verrückt, was willst du mit Magneten in so einem Set? Ich finde es halt unheimlich praktisch, weil die Bauteile halt oftmals mit ultrakleinen Schrauben zusammengehalten werden. Und ich hatte mir früher so Papier hingelegt, da kleine Kästchen reingemalt und dann die Schrauben einfach da reingelegt immer. Das Problem ist aber, wenn man dann mal versehentlich gegen das Papier stößt, dann rollen die Schrauben ineinander und man hat ein Problem. Und wenn man aber jetzt hingeht und macht das mit diesem Papier so, malt sich da die Quadrate drauf und legt einfach nur einen Magneten dahin, dann haften die Schrauben quasi direkt an dem Magnet und gehen so nicht verloren. Finde ich halt unheimlich praktisch. Vor allen Dingen, wenn man halt zum Beispiel einen Laptop auseinanderbaut, da sind halt sehr, sehr viele dieser Schrauben und das hilft einem schon enorm, um die Übersicht nicht zu verlieren. Was natürlich auch nicht fehlen darf, eine gute Taschenlampe. Vor allen Dingen, wenn man zum Beispiel in größeren, dunklen Räumen ist, beispielsweise in einem Serverraum. Bestes Beispiel, da ist meistens die Frontseite, wo die Panels sind, hell erleuchtet, aber geht man auf die Rückseite des Serverschranks, hat man oftmals das Problem, dass der recht nah an der Wand steht, wo kaum noch Licht hinkommt. Und da hilft einem eine Taschenlampe schon sehr, sehr viel weiter. Aber natürlich auch, wenn man jetzt an kleineren Geräten arbeitet. Ja, ein Entmagnetisierer. Dieses kleine Tool hier dient dazu, die Tasten von einer Tastatur rausheben zu können. Das kann man zwar auch mit den Fingern machen etc., aber hiermit geht es wesentlich einfacher, weil die beiden Nasen auf beide Seiten der Tasten reingreifen und man kann die Taste so direkt herausheben. Und auch diese Teile hier dienen quasi dazu, zwei Gehäusehälften voneinander zu trennen bzw. dazwischen zu gehen und etwas rauszuhebeln. Dann habe ich hier ein Pinsel, ungeheuer wichtig, vor allen Dingen, wenn man mal eben eine Tastatur sauber machen will oder irgendwelche Bauteile von Staub befreien möchte. Oftmals ist es ja so,
beispielsweise bei PlayStation, Xbox oder beim PC, wo größere Lüfter verbaut sind, dass die wirkliche Staubmagneten sind. Und damit kann man schon mal den groben Staub einfach wegfegen. Ich habe mir hier, der Pinsel war eigentlich wesentlich länger, also ungefähr so lang, und die Borsten waren hier vorne so weich, dass das kaum Widerstand hatte. Und so bei der Länge geht das eigentlich ganz gut. Dann das Herzstück dieses Sets ist natürlich das Cybertool L. Eben weil es diesen Bithalter direkt dabei hat, der ist unheimlich praktisch. Beim Cybertool L sind auch schon einige Bits enthalten. Jetzt ist halt das Problem, bei den ganzen Bauteilen, die es heutzutage gibt, sind natürlich hunderte verschiedene Arten von Schrauben verbaut. Also nicht einfach nur Kreuz und Schlitz, sondern Torx oder auch irgendwelche speziellen Sicherungsschrauben. Deswegen habe ich jetzt hier nochmal 30 verschiedene Bits dabei, die halt die meisten Schrauben abdecken können. Und die passen natürlich auch alle in den Bithalter des Cybertool L. Das Praktische beim Cybertool ist halt, es ist noch eine Klinge dabei, eine große wie auch eine kleine. Hier haben wir noch eine Feile. Gut, die braucht man jetzt vielleicht da nicht so zwingend. Eine Schere ist dabei, wenn man einfach einen Draht durchschneiden möchte oder ein Kabel. Eine Zange, die auch sehr nützlich sein kann, vor allen Dingen, wenn eine kleine Schraube mal in irgendwie so einen kleinen Schlitz reingeraten ist, dass man das damit perfekt herausholen kann. Deswegen ist das Cybertool L wirklich ein wirklich cooles Werkzeug in Kombination mit den zahlreichen Bits, die man damit verwenden kann, natürlich schon fast unschlagbar. Hier habe ich dann nochmal so eine kleine Brechstange quasi, die auch dazu dienen kann, weil sie hier vorne sehr spitz ist, das Gehäuse an der Seite zu öffnen. Oder hier, um mal, wenn man an ein Kabel schlecht drankommt, kann man quasi so hier drunter heben und es so abschneiden. Generell ist Kabelabschneiden natürlich eine blöde Idee, aber wenn es halt eine Situation gibt, wo es nicht anders geht, kann man das hiermit machen. Und natürlich noch ein paar Kabelbinder, die halt wiederverwertbar sind. Die habe ich einfach aus dem Grund dabei, wenn man beispielsweise am PC arbeitet, da laufen Kühlschläuche lang, jede Menge andere Kabel vom Netzteil beispielsweise etc. Und man verliert da sehr schnell die Übersicht. Und so kann man sich die meisten Kabel, wo man nicht dran möchte, einfach mit einem Klettband zusammen machen und an die Seite tun, dass man einfach eine bessere Übersicht hat. Und das ist jetzt halt dieses Toolset, was ich wirklich, wirklich ungeheuer praktisch finde, weil halt so unendlich viele Möglichkeiten darin enthalten sind, alles Mögliche auseinanderbauen zu können. Natürlich könnte man jetzt halt dieses Entladekabel noch dazu tun oder vielleicht andere notwendige Sachen. Was natürlich nicht reinpasst, ist ein Lötkolben, den man eventuell brauchen würde. Aber die meisten Situationen kann man hiermit schon sehr, sehr gut abdecken. Und ich denke, dass man damit sehr gut ausgestattet ist. Und das war es auch schon wieder vom heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir gerne ein Like und einen Kommentar da. Abonniert den Kanal, wenn ihr nichts verpassen möchtet. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, oh, jetzt habe ich gerade gesehen, hier ist natürlich noch eine große Pinzette drin und ein Tool, um bei einem Handy die SIM-Karte rausholen zu können. Und das war es aber jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.